NF, so. Okay, ist an. Hallihallo, super. Gibt es denn schon Leute, die sich durchgerungen haben, hier am Vim oder Emacs-Team teilzunehmen? Hier vorne ist ein Teilnehmer. Möchtest du? Nee? Gibt es niemanden? Also wenn wir keine Teilnehmer haben, können wir das Spiel nicht durchführen. Können wir die Aufgaben hier vorlesen? Wie bitte? Nano, du kannst gerne hier auch als Nano-Teilnehmer. Ja, wir sonst. Also wir können uns auch eine Stunde lang anschauen. Alternativ, ich kann Emacs überhaupt nicht. Ich kann mich auch an eine Tastatur setzen und der IEC erklärt mir, wie ich unsere Aufgaben in Emacs löse. Oder in Nano. Ah ja, wir erklären gleich erstmal die Regeln vielleicht. Ich erzähle erstmal was zu den Preisen. Also wir haben hier ein. Etwas mehr als ein so ein Kasten Zickzackmate, das ist so ein bisschen das typische Dresdner Geschenk. Das ist so unsere Zauber-Lokalmate aus der Badewanne. Davon haben wir etwas mehr als ein Kasten, 1,2 Kästen. Und davon kriegen die Teilnehmer natürlich reichlich und natürlich für gute Fragen, die nachher aus dem Publikum kommen, auch Zickzackmate dann. Genau, die Spielregeln sind eigentlich recht einfach. Was geht? Ja, also die Spielregeln sind eigentlich recht einfach. Wir haben also ein Emacs-Team und ein Vim-Team. Oder ein Vim-Team und ein Emacs-Team. Also genau. Die Seitenverteilung ist noch nicht... Von jeweils zwei Personen. Und dann haben wir die Community. Und das Vim und das Emacs-Team hat also die Aufgabe, jeweils Aufgaben mit ihrem Editor zu lösen. Zum Beispiel... Code Refactoring oder mal ein Stück Syntax umformatieren, irgend sowas. Je nachdem, was kommt, da kommen ein paar Fragen von uns. Wir wollen allerdings auch dann Fragen aus dem Publikum stellen, also zulassen. Da wissen wir natürlich noch nicht, was da kommt. Und die sollen gelöst werden von beiden Seiten. Und anschließend haben schon alle Zettel bekommen. Wurden schon Zettel ausgeteilt? Ah, ich sehe schon ein paar Zettel. Haben wir Zugangsdaten ausgeteilt zu unserem NetApp-System. Hochsicher. Genau. Weil es nicht anonym ist. Genau. Genau, und dann kann das Publikum sozusagen über die Lösung der gestellten Aufgaben entscheiden. Je nachdem, ob es eleganter war oder ob es einfach, aufregender oder, also neulich hat bei einem ähnlichen Contest einer so ein ganz fettes Lisp-Programm geschrieben für Emacs, um die Aufgabe zu lösen, überhaupt nicht elegant, aber es war halt so ein Hack-Value, dass da auf jeden Fall ganz klar der Favor vom Publikum war. Ja, genau. Und dann wird darüber abgestimmt, welches Team das besser gelöst hat und am Ende haben wir dann das Result. Das Finale, also sozusagen die endgültige Antwort. Dann können wir alle Flame Wars im Internet bezüglich Vim versus Emacs niederlegen. Genau. Und eins haben wir natürlich noch. Und eins haben wir natürlich noch vergessen. Es sind jeweils zwei Personen vorne. Das funktioniert. Also hatten wir uns so vorgestellt. Es gibt jeweils zwei IRC-Channels. Ein Vim und ein Emacs IRC-Channel. Kannst du das mal an die Tafel werfen? Oder vielleicht die Webseite oder so? Machen wir einen Browser mit der Stadt. Was geht kein Netz nirgends? Zettel müssten die Engel haben. Wer hat die Zettel? Aber hat er noch eins? Wir haben nämlich schon zwei. Also, wir haben zwei Channel eingerichtet, einen IRC und einen Vim, einen Emacs und einen Vim-Channel, genau. Ihr findet das auf npc für nerdspissingcontest.c3d2.de. Da gibt es also alle Links, die ihr braucht. Ah. Wir geben die Dateien, die Aufgaben, die wir hier stellen, auch fürs Publikum frei, damit ihr selber probieren könnt, auf euren Rechnern die zu lösen. Genau. Also, wir haben zwei Channel, ein Vim und ein Emacs-Channel. Für alle intern hier ist es irc.hackint.org. Und für alle externen irc.hackint.eu und dann jeweils Pissing Vim oder Pissing Emacs. Und dort könnt ihr eure Lösung dann dem Team, was hier vorne sitzt, stecken.
Warte, hier wollte ich noch was kurz zu sagen. Also bei diesem Spiel ist es im Gegensatz zu dem Spiel gestern bei Penta News Quiz Show wirklich essentiell, dass nicht nur Penis kommt, sondern ja, genau. Also wir wollen hier wirklich mal gucken, was vielleicht auch die Community den Spielern hier liefern kann. Und dafür haben wir den Teams hier vorne ein Gimmick gegeben. Also die Teams vorne haben einen Admin-Account für die IRC-Channel. Also die können euch auch dann rausschmeißen. Dann könnt ihr versuchen, schneller zu sein als die. Ja, das war schlecht, das zu sagen. Oh. So, hat sich da mittlerweile irgendjemand bereit erklärt? Okay. Okay. Wir haben ein WIM-Team. So, dann einen Runden Applaus. Einen Applaus für unser WIM-Team. Komm hoch. Habt ihr euren eigenen Rechner dabei? Okay, super. Der Ben macht das Setup. Ihr kriegt erstmal eine Mate geklärt. Die ist schön autowarm. Genau. Ne, ist schön kühl. So, ist okay. So, wie sieht's aus bei Emacs? Die URL ist localhost. Die URL ist npc.c3d2.de. NPC wie Nerds Pissing Contest .c3d2.de. So, wenn wir jetzt kein Emacs-Team finden, ist der endgültige Gewinner des Teams, des Battles schon... Vielleicht kann ich auch nochmal für mich persönlich so eine kleine Meinung einholen. Wie viele WIM-User haben wir denn hier? Okay, wer das jetzt nicht gesehen hat, das ist 90%. Wie viele Emacs-User haben wir denn hier? Ja, das sind vielleicht 15 Leute. Wie viele Editoren-Nutzer, die beides nicht nutzen, haben wir denn hier? Ja, wie bitte? Die Seite ist schon down, ja? Die Seite ist schon down, warte mal, ich kläre mal hier beim Techniker. Die NPC soll down sein. Ja. Kein Problem, dann gibt's Restart. Ihr könnt die niedermachen, müsst ihr aber nicht. Sag ich mal, das ist... So, wie sieht's aus? Gibt's Emacs, Leute? Ansonsten, wir hatten bei den Datenspuren schon mal einen Emacs-Contestant, der hier im Publikum sitzt. Leute, Emacs, da hinten fährt sich einer durchs Haar. Ist das eine Meldung? Nein. Also wir meinen das ernst. Wir haben hier leider keinen... Ah, Emacs kommt gleich, ja? Datenwolf? Nano, achso, wer möchte... Also wir können alternativ auch... Wir können alternativ auch einen anderen Editor, den man über die Konsole bedienen kann, dass wir da per Screen drauf können. Nee, ist aus. Wo ist der Schalter? Sonst würde im Display was erscheinen. Kate, also traut sich jemand, die Aufgaben zu lösen, anstelle von Emacs, die es scheinbar ja nicht können, ja? Mit einem anderen Editor. Ich möchte nochmal auf diese schöne Mate hier verweisen. Zickzack-Mate. Hallo? Ja, was... Was möchtest du? Welchen Editor willst du nehmen? Also ich bin nicht betrunken oder so, aber ich wage es jetzt mal und sage, ich nehme Set. Du hast das... Er würde mit Set was machen. Okay, wenn wir jetzt echt kein Emacs-Team haben, hättest du dann allerdings... Du hättest dann allerdings keinen Mitstreiter, oder? Wie bitte? Du wärst für Emacs? Okay. Warte mal. Die Sache ist jetzt... Entschuldigung, also die Sache ist jetzt, was möchte das Publikum lieber? Gab es einen mutigen... Beides geht immer so Software nicht. Warte mal, das ist jetzt... Das war noch nicht einprogrammiert. Benjamin, wo bist du? Ich wollte gerade Stühle hier dafür. Wie wollen wir denn da verfahren? Jetzt haben wir einen für Emacs und einen für Set. Oh je. Und die wollen beides jetzt. Können wir das mit dreien managen?
Na los, dann komm, kommt hoch. Du auch. So, vielleicht dann stelle ich schon mal dem Publikum vor, wen haben wir denn im WIM-Team? Ich bin der iBlue. iBlue, gut. Blub. Und Blub aus? Inzwischen Berlin. Jetzt auch Berlin. Okay, und seid ihr Homies so? Also macht ihr nächtelang WIM-Sessions zusammen? Nee, eigentlich nicht, aber wir kennen uns. Okay, Sie kennen sich. Alles klar, ein Applaus für das WIM-Team nochmal. Wen haben wir denn hier im Emacs-Team? Ja, ich bin der Roland und ich bin eigentlich ziemlicher Emacs-Newbie und ich finde es eigentlich schade, dass sich kein anderer Emacs-User dazu gesellt hat. Okay, dann wollen wir hoffen. Ja. Dann wollen wir mal hoffen, dass du gleichzeitig IRC und Emacs hinkriegst. Denn der IRC kann ja hoffentlich helfen, ne? Ich sag mal so, da gibt es auch einen gewissen Astro, der gibt vielleicht gute Tipps im IRC. Und, oder Astro, willst du vielleicht IRC Co-Driver machen? Nee, okay, geht nicht. So, und wen haben wir hier im Set-Team? Tech Compiler. Aus Winterthur in der Schweiz, wie man vielleicht raushört. Okay, super, cool, schön. Ist das meine Mate? Ja. Aber du kannst alles klar, so, denn wir können es irgendwie auf dem Rechner. Haben wir hier noch ein bisschen technisches Setup zu klären? Wir haben hier auch noch eine kleine andere kulturelle Geschichte. Du musst einfach, du sagst einfach John, wie das kommt. Genau, also unser Techniker, vielleicht Benjamin. Was? Kann John das alleine klären, dann könntest du mal eine kurze Wartemelodie schon mal spielen. Ah ja, okay. Weil wir haben nämlich für die Wartezeit. Ja, also ihr wisst, dass ihr auch ein anderes permanent gleichbleibendes Spiel verpasst. Ja, aber wir haben natürlich auch eine gewisse Wartezeitüberbrückung. Und ihr müsst immer raten, was es ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr vielleicht mitpfeifen, aber lasst auch ein bisschen lasst mal ein bisschen auch spielen, weil es ja auch Kultur und so. Und? Was ist es? Jeopardy! Okay, das war die Jeopardy-Melodie, richtig! Kannst, also, du kannst ein bisschen weiter noch spielen. Ich weiß gerade nicht, was ich erzählen soll. Solange die Teams noch hier technisiert werden. Wie bitte? Zeit ist down. Okay, noch gibt es auch keine Abstimmung. Ich habe denen gesagt, wir sollen hier. Hoffe ich jetzt mal. Welche Seite ist down? NPC. Ich habe denen gesagt, du sollst den auf deren Rechner machen. Nee, jetzt nie auf meinem Rechner, sondern. Okay, ich halte mich da bei den Technik-Schwafel mal raus. Die, muss euch noch ein bisschen. Genau, die machen es. Die richten dir in SSH kommen. Komm, die erste Zickzack-Mate hier für das Erraten der Madame. Ein SSH-Account. Na, also, Moment, wir müssen. Ich springe nicht nochmal runter. Das hat wehgetan. So, ja, oh. Ach ja, so ist das. Habt ihr euch denn auch schon Aufgaben überlegt, die ihr fragen wolltet? Gibt es jemanden, der sich eine Aufgabe überlegt hat? Also, das muss halt in realistischer Zeit relativ kurzfristig lösbar sein. Das ist richtig, genau. Falls jemand eine DOS irgendwie auf unsere Seite fährt, bitte nicht skripten oder bitte nicht so, also die ist nicht so stabil. Okay, gut. Wir haben gedacht, das ist hier so ein Community-Spiel, das lebt auch von euch, vom Mitmachen und nicht gegen uns spielen. Also es macht es halt langweilig für alle. Wir machen einen Screen aus London News auf. Genau. Also mit Zoom kann der halt das Terminal kaufen. Was? Wenn ich das einfach mit Zoom mache, so, die sind hier immer noch am Tüdeln. Wir machen das nämlich so, dass wir einen Rechner haben, von dem wir das Videosignal übermitteln werden und die einzelnen Mitspieler, die können halt direkt am Gerät ihre eigenen Konfigurationen nutzen, weil Editoren, die benutzt man ja tatsächlich immer mit der eigenen Konfiguration und da von der Default-Konfiguration auszugehen, ist vielleicht jetzt nicht so fair. Das hatten wir erst am Anfang gedacht, aber man hat ja einen Editor immer personalisiert und nur dann ist man da auch richtig gut mit, ne? Wer ist im Nachteil?
Man kann sich sicherlich auch Set-Skripte zurechtlegen. Ja? Also das ist ja die Sache. Der wird bestimmt seine Set-Skripte haben und dementsprechend. Nur wir wollen halt auch so Sachen wie Syntax-Highlighting. Da würde mich mal interessieren, wie das mit... Ctrl-A? Ja, das ist so ein bisschen die philosophische Frage. Aber ich sehe hier, der Techniker möchte auch noch ein paar. Ja, die Probleme sind natürlich immer sowas wie so ein Scheißkabel. Und trotzdem danke an alle, die hier das Internet gemacht haben. Das klappt nämlich sonst eigentlich ganz gut. Aber wir haben auch Kabel hier. Ja, aber die sind ganz schön kurz. Die sind auch lang. So, also... ja, okay, also ich höre gerade, das lange WLAN-Kabel wird benötigt. Und ich hatte gedacht, ich habe jetzt mal ein paar lange... Hat einer ein langes WLAN-Kabel dabei? So, das sieht sehr lang aus. Okay, dann machen wir es mal aus. Normal bitte. Okay, gut. Wirf mal, das kann ich fangen. Nee, so. John, hier. Ich halte immer zu, weil es eben... Okay. Ein langes WLAN-Kabel. Hier, das gibt eine Mate, auf jeden Fall. Wollen wir uns nicht lumpen lassen, so wie der Spielshow gestern. Hast du das Passwort? Den Passwort? Schmeckt, wie bitte? Ja, Benutzername ist Fu. Schmeckt besser als gestern auch. Wie kommst du dazu? 76, 99. Okay. Vielleicht hast du was anderes davor getrunken, dass du... 23. Okay, na, das ist vielleicht die Probeflasche gewesen oder so. Oh ja. Ich weiß auch nicht. Ja, ich muss hier so ein bisschen die Zeit überbrücken. Weiß eigentlich gar nicht so genau, was ich sagen soll. Ich hoffe... Ich sehe schon die ersten Leute gehen. Ich hoffe, ihr haltet noch ein bisschen durch. Denn wenn das Setup steht, dann wird das Spiel natürlich ein Brenner. Hast du einen Zettel und Stift? Oh. Die Zeit ist jetzt da, also jetzt können die DOS-Skripte gestartet werden, sozusagen. Achso, also die brauchen wir. Okay, kurze Planänderung. Ich wechsle jetzt das Mikrofon, dann könnt ihr nämlich diese Keule haben. Und jetzt machen wir Screen minus X. Warte mal kurz. Wie heißt dein User? Fu. Nee, der andere, dein User. So, Florian. Und dann läuft das Screen. Genau, okay. Fu-X Florian. Screen minus X jetzt Florian. Florian, genau, so hier. So, nochmal. Funktioniert das jetzt? Super. Jetzt habe ich so ein Zaubermikrofon mit Händen frei. Mach auch nochmal das Handy aus. Wie sieht's aus bei den Technikern? Wir können ja mal kurz in den Maschinenraum schalten. Maschinenraum, wie sieht's aus bei euch? Starke Konzentration. Nee, das wird nicht gefehlt heute. Ja, wir hatten eigentlich gedacht, dass das schneller geht mit dem Setup hier. Aber so kommt das. Wir haben auch ja eine E-Mail-Adresse eingerichtet gehabt, wo sich die Teams hätten vorher melden können. Dann wäre das natürlich alles schon gelaufen mit dem Setup. So seid ihr selber schuld sozusagen. So, und die Accounts sind verteilt. Also das ist hier personalisiertes Voting. Danach werden wir wissen... Wer ehrlich abgestimmt hat oder wer nur für seinen favorisierten Editor abgestimmt hat. Okay, Penis, sehr gut. Mit zwei L, Mann. So, John, wie sieht's aus? Wir kriegen noch keinen Screen, aber das andere Team steht. Du kannst ja schon mal den IRC einblenden. Das ist, IRC geht auch noch nicht, oder wie? Na, diesen kannst du ja beide einblenden. Eieieiei. Tja, so ist das hier. Wenn wir so ein Technikspiel mit live, ist schon immer schwer, ohne viel Vorbereitung. Und die Bratsche ist leider auch gerade, ich kann leider kein Bratsche spielen. Ich könnte ein Tänzchen machen. Ja. Ich habe mir ja Mist, jetzt habe ich was gesagt. Ich habe gar kein Tänzchen mehr ausgedacht vorher.
Genau, wir können ja mal... Nee, Echsen, ich habe das noch nicht probiert. Ja, ich will ja mehr für euch übrig lassen. Wir können ja mal eine Probefrage schon mal aus dem Publikum. Will jemand mal eine Probefrage formulieren? Die vielleicht... Okay, dafür, also die Sache ist, dafür bräuchte man halt auch einen Text. Ne? Genau, in welchem Text? Alle, wie war die Aufgabe? Also es müsste auch wenn denn übers Mikrofon gehen, damit das der Stream mitgucken kann. Ja, aber er kann ja... Ich habe es leider nicht verstanden. Ach, alle E's im Text durch Penis. Alles klar, jetzt kannst du es nochmal. Warum muss ich das sagen? Es ist für den Stream, du musst es für den Stream einfach wiederholen. Ersetze alle E's im Text durch Penis. Okay. Ersetze alle E's im Text durch Penis. Aber ist die Frage, in welchem Text? Im Grundgesetz. Ah, ja, okay. Also, jetzt habe ich es verstanden. Alle E's im Grundgesetz durch Penis ersetzen. Okay. Ich weiß nicht, ob das Set-Team das hinkriegt. Und rekursiv. So, wie sieht's aus bei euch? Ach, hast du jetzt eigentlich zum E-Mails-Rechner connected? John? Hast du zum E-Mails-Rechner connected? Ist es der? Ja, nee, das ist der Set-Rechner. Kannst du vielleicht noch ein Lied spielen? Kann ich machen. Mhm. Ich wollte hier noch für die erste Beispielaufgabe, das ist zum Beispiel alle E's im Grundgesetz durch Penis ersetzen, bis auf dass wir das Grundgesetz hier nicht gerade vorliegen haben, das müsste man ja noch schnell irgendwo runterladen. Okay. Dann kannst du vielleicht schon mal das direkt lösen. Okay. Ja. Kriegen wir das in dem Dings überhaupt? Jetzt musst du es auch gleich noch anzeigen. Kriegen wir das in deinem Voting-System überhaupt hin mit zwei Dingern? Wir machen die Mitte des Sets. Links ist rechts. Okay. So machen wir das. Okay. Ah ja. Genau, das werden wir dann gleich sehen. Ja. So, das wird hier auf jeden Fall sehr konsolenlastig, der Output. Ja, sehr gut. Oh Mann, ey. Okay. Wenn ihr nur mit solchen Aufgaben kommt, ja? Meine Mutter guckt sich auch diesen Vortrag an. Nicht nur den gestern mit den ganzen GIFs. Ich weiß nicht, ob die Veranstaltung hier danach noch ernst nehmen kann und ob ich danach dann nochmal, sag ich mal, von der Weihnachtsgesellschaft entlassen werde. Auf diesen. So, aber die Aufgabe war auf jeden Fall hervorragend, lösbar und wir würden jetzt... Wie bitte? Genau, das ist das Fenster, das kannst du fenstern. Ja, das ist der John. John? Was? Möchtest du noch einmal hier kurz rüber, bitte? Kannst du vielleicht so lange das WIM-Team erst nochmal einblenden? Ja, genau. John, das WIM-Team, weil die müssen die Aufgabe auch nochmal lösen. Habt ihr das Grundgesetz schon mal runtergeladen? Nee. Das müsst ihr jetzt mal schnell machen, bitte. Ja. Okay, genau. So, das ist jetzt der WIM-Editor, den man hier vorne sieht. Ja? Ihr müsst auch immer am besten ein bisschen was dazu sagen, was ihr macht, weil das Publikum soll ja auch was lernen, diejenigen, die Nano benutzen. Was es zum Beispiel noch gibt. Können wir das mal zwischentesten hier? Wie viele Nano-Nutzer haben wir hier? Genau, wir hatten 3, 4, 5, eigentlich müssen wir das ja anders fragen, um dem aus dem Weg zu gehen, dass die sich nicht getrauen. Ne? Wer sitzt neben einem Nano-Nutzer?
Okay. Das müsste dann Handschlaglämmer, ne? Wie viele Leute sind das denn mehr? Okay. Na. Guti, wie sieht's aus? Die Wim-Leute haben das jetzt bekommen. Was macht ihr? Habt ihr das aus dem Editor runtergeladen? Ja, haben wir. Ja, also ihr seht schon, das müsst ihr ja immer gleich ein bisschen auch erzählen. Das ist ja das Interessante hier. Also man sieht hier quasi, also die Sache ist, ich will es gleich, ich lasse die Hosen runter. Ich bin auch Wim-Nutzer. Ja, hab auch ganz klar meinen Favoriten, aber ich habe kein Problem damit, heute zu verlieren. Und also hier nur mal so als Beispiel Dokumentation. Bei Set hat man ja genau gesehen, was man auf der Konsole eingibt. Bei Wim sieht man nicht alle Tasteneingaben. Hier wurde so ein bisschen, gibt es so eine Befehlszeile immer und da wurde halt, also es sind ja eh 90% Wim-Nutzer hier, ne? Aber da Ausrufezeichen, das ist ein Shell-Kommando starten, dann wurde WGET die Geschichte darunter geladen. Hier sieht man auch den Output und jetzt können die sozusagen mit dem Wiedergabetaste hier, Eingabetaste zurück. Ja, das wäre zum Beispiel eine Beispielmoderation, die ihr jetzt machen müsstet, um eurem favorisierten Editor natürlich die gewissen Credits im Publikum zu verschaffen. Ja, genau so haben wir das gemacht. Wir haben dann leider festgestellt, dass das nur das Index-File ist und dass die eigentlichen Gesetze da nicht drinstehen. Deswegen laden wir jetzt erstmal die Artikel 1 bis 19 runter. Das funktioniert dann genauso, wie man hier gleich sehen kann. So, spannend. So, und dann öffnen wir das File jetzt mit Doppelpunkt E. Was? Ineffizient, okay. Ja, warum sagst du ja, das nicht im IRC, dass sozusagen der IRC... Jörg. Wenn du es im IRC... gibt es einen IRC-Log nachher? Bitte macht mal einer einen IRC-Log, dass wir das noch irgendwie dazu posten können, dann im Nachhinein. So, hier. Ja, viel Spaß. Also jetzt musst du... Jetzt musst du innerhalb aller Tags... das E ersetzen durch Penis. Hallo Mama. Innerhalb aller Tags. Ja, also, ne? Außerhalb aller Tags. Außerhalb aller Tags, je nachdem, wo der Tag ist, richtig. Na, das macht ja nichts, dann entfernen wir halt hinterher dann die Tags. Aber das ist ja nicht Teil der Aufgabe. Und es hat ja auch keiner gesagt, dass es hinterher noch valides HTML sein muss. Deswegen ersetzen wir jetzt einfach alle E's durch Penis. So, ihr seht wieder die Befehlseingabe. Ist auch wieder ineffizient. So. Die Regex sind bei mir case insensitive. Sollten sie sein. Also du hast da eben irgendeinen Befehl eingegeben, um was zu machen. Kannst du das nochmal erklären, was der Befehl eben gemacht hat? Ja, der Befehl ist eine Regular Expression, die alle E's durch Penis ersetzt. Eine Regular Expression, die alle E's durch Penis ersetzt. Gut. So, achso, ich bin hier im Bild, da muss ich natürlich hier ein bisschen zur Seite. Und dann, jetzt bist du fertig schon, ja? Und jetzt noch die Tags irgendwie wegmachen, weil man kann es ja gar nicht so lesen. Wenn man das jetzt mit dem Browser aufmacht, dann kann man das lesen. Okay, aber die Sache ist, wir sind jetzt hier im Editor, ne? Also, wir wollen es jetzt im Editor lesen. Ja. Ersetzen wir einfach alles, was im Spitzenklammern steht. Genau, da stimmt, der Browser wird auch Table Penis nicht. Ja, gut. Okay. Nicht rendern können. Du kannst im Emacs-Team schalten. Wie bitte? Wir haben das Emacs-Team online. Okay. Was für ein Tastaturlayout ist da drauf? Ihr könnt euch ja mal kurz schließen, wir schalten in der Zeit zum Emacs-Team. Das Emacs-Team hat sich im Bett vorbereitet, vielleicht sogar schon. Können wir nochmal zum Emacs-Team gucken? Okay, das ist, glaube ich, die beste Idee. So, wie lädst du das Grundgesetz runter? Zieh dir ruhig das Mikro rüber, ja? Du müsstest jetzt auch ebenfalls moderieren. Ich weiß, das ist ein bisschen schwer beim Tippen. Erstmal würde ich halt innerhalb von Emacs einen Shell aufmachen. Bist du auf dem Rechner drauf? Wen wundert's? Ja. Dann bräuchte ich natürlich irgendeine URL, wo ich das runterladen kann. Wenn jemand eine für mich hat, wäre das sehr nett. Im IRC posten, dafür ist das doch da, Mensch hier. 76, 99, ja. Grundgesetz, meinst du? Ja, wir sehen hier gerade im IRC dort oben, hat jemand was gezeigt hier? Da sieht so aus, als wäre was.
Gesetze im Internet ist eben vorbeigescrollt hier. Warte mal. Boah, Alter, echt, das ist meine Augen. Ich muss mal kurz die Brille holen. Also. Ah, okay. Ich sehe schon, Emacs schaut rüber zu selbst. So, ich sehe die Emacs-User. Okay, aber er ist auch alleine, das muss man natürlich auch respektieren. Ja, wir sehen hier unten eine sehr kreative Zeile. John, kannst du zuschauen? Roland. Hier ist mir doch einfach. Ja, wir sehen hier eine sehr kreative Zeile. Das ist jetzt seine Config. Ich kenne deine Config nicht. Okay, wir sehen hier, der Denkzwerg hat das jetzt in der Shell im Hintergrund runtergeladen. Ja, dann muss ich natürlich das Ding auch noch öffnen. Genau, hier. Und jetzt brauche ich, glaube ich, einen String Replace, wenn mich nicht alles täuscht. Was soll ich ersetzen? Ja, meine ich doch. Alle E's durch Penis. Groß oder klein? Hauptsache, ja. Wie auch immer. Ja. Yeah. Okay, das hat gut geklappt. Ich sehe schon, da haben wir jetzt erstmal schon drei Lösungen gesehen. Applaus, ja? Ja, genau. Blenden wir jetzt die Webseite ein. Gibt es einfach frei, genau. Blenden wir die Webseite ein. So, wir sehen jetzt, also wenn ihr auf die Webseite geht, dann müsste es ungefähr so aussehen. Da gibt es einen Link, hier geht es zur Abstimmung. Da könnt ihr jetzt alle klicken. Da müsst ihr einen Nutzernamen und ein Passwort eingeben. Ganz dann ruhig. Macht einen Reload. Die Frage wurde soeben freigeschaltet. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt ist eine. Ganz ruhig, ganz gut, ruhig. Gut, und dann. Moment. Dann. So, stopp. Stopp. Ich will es schnell erklären. Nee, du hast dich noch nie hinzugefügt. John. Hast du? Haben wir mal schnell noch ein Passwort für So, sehr gut. Wir haben hier also, wir sehen auf der einen Seite auf jeden Fall im Abstimmungsinterface ist Emacs, auf der anderen Seite ist Vim und in der Mitte ist Zed. Ja, da, also auf drei Teams waren wir nicht vorbereitet. Genau. Aber das ist sozusagen der Workaround, dass wir in der Mitte sozusagen Zed. Genau, also das ist für Zed, hier ist für Emacs, hier ist für Vim. Das ist dann, naja. Das ist, ihr enthaltet euch der Stimme. Das wird nachher raus. Ihr könnt euch enthalten und ihr könnt ungültig wählen. So, und die Abstimmungen sind nicht final. Das heißt, ihr könnt auch sozusagen hin und her entscheiden. Ihr habt jetzt drei verschiedene Lösungen der Aufgaben gesehen. Das war unsere erste Aufgabe. Wollen wir direkt schon mal die Abstimmung? Ja. Guck's mal. Okay. Die Abstimmung gucken wir gleich an, das ist noch technisch hinter einem Passwort verborgen, das wir gerade nicht haben. Ja, so ist das. Du hast die Mathe schon bekommen, dann gehen wir zur Formatierungsaufgabe über, wa? Ja. Wir haben nämlich auch mal eine vorbereitet, so eine Beispielaufgabe, wie wir das gedacht haben. John, wie beschäftigt bist du? Kannst du die Formatierungsaufgabe gerade freigeben? Weil in diesem Verzeichnis findet ihr ja auch selber die Dateien. Da müsstet ihr jetzt gleich eine Formatierung EML finden. Und das ist eine... Ich mache inzwischen mal eine Pausenmusik hier. Genau, und die könnt ihr euch schon mal angucken. Damit wird jetzt eine Aufgabe gestellt. Die ladet ihr euch bitte runter. Ihr auch, ja? Diese NPC. Da gibt es eine Formatierung.eml. Welches Spiel? Hier sind alle Dateien sozusagen. Zeig die mal an. Ganz oben. Ja. Und da findet ihr Formatierung.eml. Die müsst ihr runterladen, bearbeiten. So, genau. Also die könnt ihr euch jetzt. Und die wird jetzt auch mal auf dem Screen von John angezeigt, bitte hier. Genau. Jeder eine Mathe können wir leider nicht leisten. Das machen wir bei den schwierigen Liedern, dann kommen vielleicht auch noch welche. Okay. Okay. Ihr habt schon so viel Mathe, ihr beiden. So. Das nächste Super Mario. Hast du vorhin zugehört? Ja.
So, kannst du die kurz mal anzeigen, John? Ah, er macht jetzt hier, zeigt es natürlich, der Admin ist auch parteiisch, oh Mann, oh Mann. Ja, also wir sehen hier eine typische E-Mail, wie man sie öfter bekommt. Von Outlook-Usern? Genau. Na. Also wir sehen hier unten, also hier oben ist erstmal ein Top-Quote, ja, also Quote oben oder Full-Quote unten dann. Von Thorsten Tofu? Genau, von Thorsten Tofu. Dann haben wir hier unten von Karl Kammquote ein Kammquote, wo immer schön umgebrochen, wie man das mit Outlook kennt, die letzten Wörter sind. Und unten noch ein halbwegs ordentliches. Und die Aufgabe der Teams ist jetzt, dieses umzuformatieren, so dass es dann am Ende richtig aussieht. Dass es für Nerds cool ist. Genau. Ja, also richtiges Quoting, richtigen Zeilenumbruch, irgendwie nach 72 Zeichen. Am Anfang, sag ich mal, hier bei diesem Kammquoting, dass da die zwei Strichchen durch, also quasi, dass das alles drei Strichelchen wird und dass das Tofu nach unten wandert und auch richtig umgebrochen wird. Das ist jetzt die Aufgabe. Wollen wir direkt beim WIM-Team anfangen? Die sind ja zu zweit. Könnt ihr, ja. Kannst zum WIM... So, da gab es schon einen Tetris. Wer hat das gespielt? Emacs Built-In. Das ist der Emacs Built-In. Das gibt es natürlich schöne... So. Wie sieht's aus beim WIM-Team? Wie sieht's aus beim WIM-Team? Zur Formatierungsaufgabe? Ja, sieht aus. Wir arbeiten. Okay, das WIM-Team arbeitet heiß. Wie sieht's denn aus? Gibt's viel Spam im IRC? Muss ich da irgendwie wie. Das abstimmen? Das ist die Abstimmung. Okay, weil nee, die Sache ist, sonst muss ich erst Laptop raus, oppen und dass die kicken können. Das wäre aber jetzt blöd. Jetzt Spam, ja. Ah. Nee, macht das Spiel doch nicht noch komplizierter. Die ist, achso, Jungs. So, NPC. Also jetzt nach ca. 2 Minuten sehen wir, nach 2 Minuten sehen wir eben die E-Mail. Das ist immer noch, welcher Editor jetzt? Das musst du mal. Das ist jetzt WIM. So, also das WIM-Team bekommt gerade erklärt, wie sie die E-Mail öffnen. Da ist das ist jetzt das ist das Set-Team, was man zumindest oben sieht. Ja, genau. Und unten sieht man Emacs oder was? Nee, was sieht man unten? Nee, das ist schon kompliziert hier mit diesen Shell-Outputs. Okay, also das hier ist jetzt das WIM-Team, denke ich. Das ist das WIM-Team. Bleib mal kurz vorerst beim WIM-Team, dann können die anderen noch ein bisschen progehen, die sind ja alleine. Na, das WIM-Team hat jetzt gerade die Datei runtergeladen und fängt jetzt an zu überlegen. Nach 5 Minuten. Mhm. Ja, dann lass uns das mal einfach erklären. So, wir wollen das Tofu eliminieren und die Umbrüche richtig. So, was macht ihr bitte? Bisschen moderieren. Ja, wir haben jetzt gerade den Visual Mode entdeckt. Okay, was macht der Visual Mode? Damit kann man... Nee, ich will es nicht selber sagen. Was macht der Visual Mode? Ja, mit dem Visual Mode kann ich Zeichen markieren. Ja, okay, gut. Und nachdem wir jetzt diese Zeichen markiert haben, werden wir jetzt mit dem Set-Text-With-Dings diese irgendwie einrücken. Okay, also nur mal so, wenn ihr den noch nicht kannte, dann kann ich auch noch den Visual-Block-Mode empfehlen. Den kann man sich auch mal angucken. Also, wir setzen jetzt zunächst mal die Text-With auf die angeforderten 72 Zeichen pro Zeile. Ja. Und jetzt... müssen wir nochmal markieren, vermute ich. GG. Und groß GG, groß V, groß G. Okay, die Kiste hängt. So, ich sehe schon, er benutzt auch die Pfeiltasten. Ich will's, ja. Was machst du? So, jetzt hat er die Zeile gedoppelt. Okay, wir schalten vielleicht mal direkt, ein kurzes Umschalten zur Abstimmung. Wir sehen hier das Ergebnis unserer ersten Abstimmung. Moment, gleich geht's groß. Und da hat auf jeden Fall, also, sehr gut. Hervorragend, also da war Seth ganz eindeutig im Vorsprung. Wollen wir mal kurz umschalten zum Emacs-Team vielleicht? Der spielt immer noch Tetris oder liest...
kommentiert. Wir hatten netterweise jemanden aus dem Team gepostet. Ah, ich sehe schon Kooperation beim Emacs-Team. Hört man mich? Ich weiß nicht, hört man ihn? Ja, ja. Okay. Hm? Okay. Ja, ja, einfach weitermachen. Hallo, ja. Okay. Ja, okay. Ja, mir hatte netterweise jemand was in den Channel gepostet. Soll das so aussehen? Final nein, soll es nicht. Also okay. Da muss ich mal sagen, die Teams können natürlich versuchen, selbst zu bestimmen, wie es final aussehen muss. Das könnt ihr direkt in die Bewertung einschließen lassen. Ja, genau. Also ich hatte mir das aber anders gedacht, weil man muss das Tofu eliminieren, indem man den oberen Geschichte nach unten geschichtet. Und vor allen Dingen hatten wir ja, also ja, oder das, hatte ich mir zumindest vorgestellt, dass hier bei diesem ID, dass die zwei, das gehört ja, das kommt ja eigentlich von der umgebrochenen dreizeiligen Zitat, also ein dreistufigen Zitat. Und das müsste dann halt eben noch sozusagen auf die Zeile davor gebrochen werden, die beiden spitzen Klammern eliminiert werden und neu umgebrochen werden. Das ist sozusagen. Okay. Ich bin mal gespannt, wie die Setlösung sein wird. Also. Ja, ja. Ja, ich habe so meine Probleme gerade, weil Sed ist halt so ein Zeileneditor und irgendwie nicht konzipiert für mehrere Zeilen auf einmal und so. Also, es wird schon gehen, aber ich hocke gerade ein bisschen. Okay, also er ist da noch am Tüdeln. Wie guckst du dir den Text an bei Sed? Du führst es halt aus. Also es ist vom Konzept her so, wie man, wenn man irgendwie Perl auf eine Datei ausführt. Also ich habe halt da einen Sed-Befehl, führe das aus und kriege die Ausgabe. Okay, aber ich meine, du musst ja, so liest du auch den Text erstmalig sozusagen uneditiert. Genau, also ich gehe erstmal mit Cat aus, schaue mir an. Okay, Ausgabe ist also mit Cat, ja? Ja, nee, nur die erste Ausgabe. Ja, 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 nee, das ist ja auch alles valide. Das kann ich auch mit Sinn machen, also. Okay, aber um mal einen Juristen von gestern zu zitieren, also das hat schon eine gewisse Erotik, diese Zeile, oder? Ja. Vor allen Dingen, also hier mit Sed anzutreten, ist echt mutig und er hat auch ein geiles T-Shirt da an. Everybody stand back, I know regular expressions. Ja. Desktop, PC im Set, auch auf Hackend. Also da sind schon ein paar Leute drin. 57. Okay. Ja, ist Set wirklich so interaktiv mit IRC? Ja. Bist du noch drauf auf der Kiste? Ja, also, ich kann das gleich. So, John, was sehen wir jetzt? Oben ist das Set-Team noch. Aktiv, aber er tüdelt noch. Wie sieht's aus beim WIM-Team mittlerweile? Kannst du mal kurz aufs WIM-Team schalten? Also, ich könnte, glaube ich, die Lösung vorführen. Ja, dann mach mal vom Ausgangstext. Genau, das müsste jetzt der Ausgangstext sein. Ich hoffe, ich habe alles rückgängig gemacht. Da war vorhin Tofu. Ja. Okay, ja, das ist es. Okay, das ist der Ausgangstext vielleicht, ja, kann sein. Da oben steht aber noch Tofu, oder? Ja, ja, super, okay. Ja, genau, also als erstes markiere ich dann... Ups. Alles und setze es durch R, dass er... Ja, ich arbeite gerade auf so einer Config, die ich nicht kenne. Das macht gerade was. Unpraktisch. So, also zunächst markiere ich hier diese Zeilen und ich ersetze jetzt in diesen Zeilen entferne ich jetzt erstmal die zweifachen Einrückungszeichen da vorne. Ja. Um sie dann nachher zusammenzufügen, damit die Zeichen nicht mehr im Text steht. Man schaut ganz unten auf die, er hat also, ist in den Command-Modus gegangen und macht also ein Suchen und Setzen. Ich habe natürlich das S jetzt vergessen. So, das war jetzt ein bisschen... hat das jetzt was gebracht? Nee? No, I... es fehlte noch... Ich habe das S hier vorne vergessen für Substitute in... Und nicht suchen. So. Genau. Und jetzt, okay, wahrscheinlich geht es einfacher, aber da mir gerade keine bessere Lösung einfällt, gehe ich die Zeile jetzt einfach durch und joine sie. Also mit J kann ich als... Ich habe jetzt natürlich hier versehentlich... okay, ich habe natürlich versehentlich jetzt zu viele Zeichen gelöscht, also füge ich mal wieder welche ein. Ja, jetzt fügt er Zeichen ein. Sehr elegant. Okay.
Ja, also da unten steht jetzt S, Haken für Zeilenanfang und dann kommen zwei zusätzliche spitze Klammern. Und ich glaube, das Einzige, was jetzt noch getan werden muss, ist die Zeilenlänge anzupassen. Mhm. Und Tofu das beseitigen, also meines Erachtens, aber das musst du nicht. Ach doch, so. Doch, doch, okay. Doch, doch. Also ich passe erstmal die Zeilenlänge an, das ist dann ein GG, Groß V, Groß G und GQ. Ah ja, okay. Und dann ist alles schön formatiert. Dann ist alles schön formatiert, also der Zeilenumbruch ist jetzt sozusagen weg, genau. Genau. Wunderbar. Alles klar, so, also so kann man eine Lösung machen. Tofu ist jetzt immer noch oben, das könntest du noch nach unten kopieren. Aber ist jetzt nicht unbedingt Pflicht. Wie sieht's aus hier beim Emacs-Team? Ja. Der guckt schon wieder Pornoseiten hier an, parallel. Joke, das war Mama. Psst. Okay. Du musst die Lösung trotzdem noch zeigen. Ja, zeig, wie du es machst. Ich frag mal. Hier gibt es jemanden, der kann das nicht mit ansehen. Das WIM-Team. Würdet ihr noch Unterstützung wollen? Ja. Ja, komm hoch. Super, damit haben wir drei Leute im WIM-Team gegen jeweils zwei Einzelne. Achso, warte mal. Super, gibt gleich die Mate. Ha? Super. Tja, eigentlich. So, aber mehr Teammitglieder erlauben wir dann nicht, das wäre ja sonst ein bisschen zu unfair. Ist das jetzt das Ding? Also der Text soll nach oben? Oder ist das noch das? Nee, das. Achso, ja. Das ist nicht der Ausgangstext, oder? Ja, ich lade ihn mal kurz nochmal runter. Ja. So. Also, Datei öffnen, dann soll der Text, glaube ich, nach unten. Ja, warte mal, ich mach das Mikro mal ein bisschen näher ran bei dir. Ja, ja, das geht schon. Mit dem am Dienstag, ich weiß es nicht, sagen wir mal ja, also erstmal ausschneiden. Ja. Und mal nach da packen. Warte, John, man sieht nichts. Ja. Okay, jetzt hast du es da irgendwie runterkopiert. Wie machst du das? Gibt es da irgendwelche Zaubertastenkombinationen? Also man markiert erstmal eine Region mit Control Space und geht dann halt bis dahin, wo man hin will. Und dann drückt man Steuerung W, also Control W, geht nach unten. Fügt das ein mit Control Y. Ja. Dann soll der Pfeil hier weg. Nee, das kann da so bleiben, aber muss halt umgebrochen werden und vor alle anderen folgenden umgebrochenen Zeilen. Okay, dann würde ich erstmal den Pfeil wegmachen. Ja. Da eine Leerzeile hinmachen, Alt-Q drücken. Alt-Q, okay. Dann würde ich. Da wird der Absatz scheinbar umgebrochen, ja? Ja, dann würde ich irgendwie geht das, ein Keyboard-Makro zu definieren. Ich probiere das mal kurz. Vielleicht kann mir ja jemand helfen. F3. F3. F3 wird hier gesagt. F3, ja. Und dann würde ich halt... und zu wissen ist auch noch, dass eine Screen-Session ist, also Ctrl-A nicht funktioniert, was irgendwie beschissen ist. Ctrl-A ist... Für Ctrl-A, Ctrl-A, A drücken. Also wir haben jetzt hier noch eine Verstärkung fürs Emacs-Team. Okay. Sepp? Ah ja. Genau, du kriegst einen Stuhl. Wunderbar. So, es wird ja immer voller hier oben, aber es finde ich gut. Magst du lieber tippen? Oder? Vielleicht mal eine Zuschauerfrage. Moment mal. Ich switch mal kurz das Tastatur-Layout hier. So. Drück mal ein paar Mal Ctrl G, weil. Wie sieht's aus hier bei euch? Kriegt ihr das? Hast du deutsche Tastaturanstellung? Ja, habe ich gerade eingestellt, oder? Mit der deutschen Tastaturanstellung. Okay. Also. Hier wird mit deutscher Tastatur gearbeitet, das scheint bei Emacs ein Problem zu sein. Nee, oder willst du über Neo? Nee, ist alles gut. Neo-Alternativ, aha.
Sehr gut, ja. Mach du mal. Ich weiß gar nicht, was du gerade machst. Ihr wisst, dass wir hier einen der fundamentalen Kreatoren der Neo-Tastatur-Layout hier auf der Bühne haben, Benjamin Kellermann. Okay. Ja. Wer von euch nutzt Neo-Tastaturen? Ja. Also, ja, schon ein paar. Hey. Ist gut. Okay. Sehr gut. Colmac, ja. Not-Tast jemand? Okay, Ristome. Ja. Und Dvorak? Dvorak Englisch oder Dvorak Deutsch? Also die ganz normale Dvorak, weil es gibt ja auch eine Modifikation, okay. Ah, krass, aber da ist ja Neo hier die am stärksten vertreten. Also hier sind auf jeden Fall ein paar Nerds dabei, das gefällt uns. Ja, aber mehr Neo als Dvorak, sehr gut. Wie sieht's aus bei euch? Habt ihr jetzt die Finallösung? Wie ist beim Set-Team? Wir können ja kurz zum Set-Team schalten. Doch, ich bin, ach so, Alt-Cool. Okay, so einfach. Benjamin, vielleicht kannst du noch mal kurz eine Melodie spielen. Also bis auf das Wim-Team, ihr hattet eine Lösung jetzt gefunden, oder? Ja, ja, ja. Das Wim-Team hat es also schon gelöst, ja. Dann spielst du noch mal am besten. Mach schon mal. Ich mache jetzt mal eine schwierigere, ja, hier. Ah, schwieriger. Das ist schwieriger. Ach nee. Ganz ruhig. Ist nicht leicht. Nee, das war's nicht. Ist nicht Super Mario. Okay, wer hat Pac-Man gesagt? Das soll auf jeden Fall Pac-Man sein. Warst du hier? Ja, das war Pac-Man, also sollte es sein. War nicht ganz so schick, aber... Okay. Das auch. Also wenn man keinen 8-Bit-Prozessor eingebaut hat, ist das auch echt schwer, das live hinzukriegen. Haben wir noch irgendwelche Set- oder Regex-Geeks da im Publikum? Ich brauche doch noch so ein bisschen Hilfe. Okay, das sieht schlecht aus leider. Man sieht doch die Zeile gar nicht, die ich aufgerufen habe. Ne? Set, kannst du das nochmal komplett set? Wenn du die Lösung nicht komplett hinkriegst, sag ich mal, du kannst dir mal zeigen, was du schon hast. Kannst du, also ich denke, wir lassen jetzt mal alle Teams langsam zu Ende kommen. Wir haben nämlich eigentlich viele Aufgaben und wollten euch auch noch zu Wort kommen lassen, dass wir dann überhaupt noch was hinkriegen. Wie sieht... Okay, ihr wollt den Kampf bis zu Ende austragen. Nee, also wir können ja jetzt mal gucken, kannst du die Regex auch erklären oder nur schreiben? Ich kann ein bisschen was erklären. Okay, dann mach mal. Also das hier ist eigentlich ein einfaches Suchen nach Sätzen, also größer als, ist es größer als oder kleiner als, ich bin müde, größer als Space durch größer als ersetzen, danach größer als und nicht größer als durch größer als ersetzen, ich zeig das mal kurz. So sieht das jetzt aus, jetzt mal ohne den Rest, wenn ich das weggelassen hätte, dann wird es so aussehen, also das Leerzeichen fehlt halt. Also ich füge da eigentlich das Leerzeichen wieder hinzu hier. Ich lösche am ersten das Leerzeichen, ja. Da ist so ein bisschen Copy-Paste, weil wie gesagt, Z ist nicht ausgelegt für mehr Zeilen. Also es macht da irgendwo ein Label, geht zum nächsten Ding und zur nächsten Zeile und bla, keine Ahnung. Und er setzt dann irgendein Wort plus eine New Line plus das Quote plus eine beliebige Anzahl Quote-Zeichen durch gar nichts. Und dann kommt dann das dabei raus und jetzt habe ich keine Ahnung mehr und bin verloren. Okay, alles klar? Okay, so, dann würde ich sagen, geben wir dem Emacs-Team jetzt nochmal so eine halbe bis eine Minute? Nee, halbe Minute. Das war jetzt echt genug? Okay, na los, jetzt. So, dann Mikrofon, einmal tütütüt. So, er hat es mir gerade erklärt. Ich mache mal kurz die Änderungen wieder rückgängig. Also, ich kopiere den Scheiß da mal nach unten. Ja, den Scheiß. So, ich jenke den Kram. Dann Alt-Q. Dann mache ich das und dann war's. Nochmal Alt-Q. Und dann nochmal Alt-Q. Okay. Also das sozusagen auch wieder die gleiche Änderung auf den Absatz übertragen. So, dann muss ich ein Keyboard-Makro
definieren mit F, an der Stelle ist richtig, mit F3, dann lösche ich einfach so weit. Dann springe ich ans Ende der Zeile. Ja. Ist schon fertig. Und dann, was habe ich? Ja, wir haben euch den Screen nur kurz resized, damit man das sieht. Ja, das ist ja kein Problem. So. Also F3. Löschen, 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 löschen. Ans Ende der Zeile. Macht so noch eine Stunde, genau. Ja. So, Ende der Zeile, okay. F4 und dann mit F4. Und jetzt mit F4 einfach das Makro wiederholen. Und dann ist die Sache schon fertig. Okay, okay, alles klar. Vielen sehr Dank. Schön. Dann findet ihr jetzt die Abstimmung. Jetzt gehen wir über zur Abstimmung. Genau. Also ihr habt wieder die drei Optionen. Und unsere Zeit ist quasi um, nach zwei Aufgaben. Da hatten wir gedacht, wir schaffen mehr. Aber wir machen noch weiter, wenn ihr wollt. Ja. Sollen wir weitermachen? Ja. Okay, und wir schauen mal, wie ihr abstimmt hier. Ja, das sieht noch müde aus. Okay. Da geht es ein Stück Richtung Wim. Ja, jetzt verschwinden die. So, Ben, wie sieht's aus? Machen wir als nächstes nochmal ein Publikum? Oder wir hätten auch so diese Battle sozusagen, mach dies, mach das, unter den Teams? Das nicht. Okay, also das Publikum soll noch eine Aufgabe stellen. Hat jemand eine schöne Aufgabe? Hat jemand noch eine coole Aufgabe? Okay, da. Was war das denn hier vorne, bitte? Das sieht doch ziemlich kaputt aus. So. Ich habe gerade eben im Hackcenter mal so ein File geschrieben mit gemischten Line-Endings und ich fände das cool, wenn ihr das mal konvertieren könntet. Okay, also, die Sache ist, wir bräuchten dann, hast du einen Link? Also man muss, wenn man jetzt eine Frage stellt mit irgendwie Inhalt... Ich habe einen Link, ich poste ihn jetzt gerade im IRC. Okay. Ah, sehr gut. Also da wird jetzt im IRC... in welchem IRC? Channel. Er postet den Link jetzt in allen Channels. Mit gemischten Line-Endings. Und die Aufgabe war, okay, er hat der Mikrofon, ich wiederhole es trotzdem nochmal, die haben gemischte Line-Endings. Also Carriage Return und Line-Feed oder nur Line-Feed oder nur Carriage Return. In allen. Und er möchte, dass das unifiziert wird in Carriage Return Line-Feed. Unix natürlich. Okay, in Unix Line-Endings. So, okay. Benjamin, das sieht nach Wartemelodie aus. Ihr habt auf jeden Fall alle selber ein bisschen Zeit, um das zu nachdenken, die Teams auch. Benjamin spielt noch eine. Ganz ruhig. Ja. Okay, sehr gut. Schön. Ich denke, das Wimgolf. So, ja, die Wimgolf-Challenge ist das. Das Wimgolf. Dodo. Okay. Ah, okay, Uran. Okay, das laden wir dann auch in den Dateienordner. Bitte könnt ihr das auch von unserer Seite runterladen. Okay, bitte macht. Achso, okay. Den Rechner erst danach platt machen, bitte. Wie sieht's aus? Also ich kriege Verstärkung. Hat es irgendwo noch einen Stuhl oder so? Ja, also eine Datei. Und der Witz ist, dass hier die Line-Endings, die wir jetzt nicht sehen, natürlich gemixt sind. Also Z-Cat scheint das ja schon mal richtig hinzukriegen. Achso, und das Z-Team hat sich jetzt auch verstärkt, ja? Ja, sehr gut. Kann mal jemand die URL-Channel testen? Oh, wie übel ist das denn? Ja, das können ja die Editoren vielleicht anzeigen. Ich habe die Aufgabe nicht mitbekommen. Was war es genau mit den Line-Endings? Also die Line-Endings bei der Datei, die jetzt da auf unserem Server liegt oder auch unter der Datei, die sind gemischt, ja? Und die sollen alle Unix Line-Ending kriegen. Also was ist das, 10.13 oder was, ne? Oder 13.10?
Carriage Return Line Feed? Ja. Richtig, das wäre dann in dem anderen Raum. Habt ihr da alle keinen Sitzplatz bekommen, oder? Nein. Nein. Ja. So, wir sehen inzwischen die Abstimmung. Ist diesmal Richtung Wim verlaufen, wie ich das sehe. Okay. Okay, also bei der Tofu-Mehl-Aufgabe hat jetzt offenbar Wim gewonnen. Sehr gut. Alles klar. Schön. Wir kommen nachher noch zum finalen Ergebnis. So, wie sieht's aus? Können wir beim Wim-Team, die haben... also das Pfeil liegt jetzt auch bei uns auf dem Server, falls ihr es noch nicht habt, aber jetzt sollten das schon alle haben, oder? So, dann schalten wir mal zu einem Team, vielleicht diesmal zuerst zum Emacs-Team, weil wir vorhin mit dem genau, Team angefangen haben. Wie sieht es aus bei euch, Emacs-Team? Und, wie sieht es aus? Ah, wir sehen schon hier die gemischten Endungen dort, das... Okay, er hat seine Shell geschrotet oder sein Emacs oder was? Kannst auch neu starten. So, du musst immer ein bisschen auch erklären am besten, was du machst. Also bis jetzt wild hackst du wild auf deinem Tastatur für mich rum. Mikro? Ja. Final.c habe ich gerade geöffnet. Dann würde ich sagen... Die war ja gepackt. Hast du es in... Ja, ist sie hier noch gepackt oder... Ich habe sie einfach mit Gunzip entpackt. Okay, die ist... Also hat er vorher entpackt und hat er jetzt Plane geöffnet. Das ist legitim. Dann würde ich sagen... Also hier die verschiedenen... Die Mixed-Line-Endings, die werden hier angezeigt durch das STRG-M. Ist das richtig? Ja, genau. Das heißt, ich würde einfach... Also wir sind schon fertig. ...das hier kopieren... Ja. Und dann einfach einen Replace String machen und dann würde ich einfach das hier durch das ersetzen und dann bin ich fertig. Okay, kannst du noch einmal durchscrollen, dass es dann auch wirklich weg ist, vielleicht an Zeilen. So, das ist weg. Sehr gut. Das war die E-Mail-Lösung. Sehr schön, sehr schnell. Okay, dann schalten wir jetzt zum nächsten, zum Z-Team vielleicht. Ja, ich mache das jetzt einfach mal kurz so, ich mache eine zweite Datei daraus, also ich leite das halt um, die Ausgabe. Und ich hoffe jetzt mal, das reicht als Beweis, dass die Files unterschiedlich sind. Ja. Was es macht, ist auch wieder suchen, ersetzen, und zwar \x0d, also halt die, und dann end of line, also $ ist halt das Zeilenende, x0d am Zeilenende wird entfernt, fertig. Okay, also kannst du es nochmal anzeigen? Ja, die sind verschieden, das stimmt schon. Kann wirklich schon los, mit einem Editor, brauchst du jetzt nicht Hexamp oder so, sondern irgendwie, das kann man nicht schwer zeigen mit Zeilen. Ja. Okay, gut. Okay, dann schalten wir mal zum Wim-Team. Sehr schön. Genau, also zuerst haben wir einfach mal mit Curl die Datei gezogen, in Gunzip reingepiped und nach Final C gepiped. Machen wir jetzt mal. Nee, das ist nicht in Wim, aber wir dürfen das ja machen. Ihr dürft machen, das ist klar. Okay, jetzt haben wir hier das File. Wir sehen die ganzen Control-Ms, die stehen für diese Windows-Extra-Chars. Dann haben wir das hier, also beziehungsweise... Man sieht, unten werden hier scheinbar die Befehle eingegeben. Die haben wir vorher schon gemacht, ja? Ja, ja. Also vorher hatten wir es noch nicht offen, können wir eigentlich nochmal machen. Kannst du das Font ein bisschen größer machen, John? Weiß ich nicht. Nee, end of line. Sehr gut. Jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Also wir lesen das Ganze ein mit Unix-File-Type. Dann werden diese Windows-Line-Endings als solche erkannt und dann können wir die einfach raustrippen. Zack. Okay, alles klar. Das war auch schnelle Lösung. Sehr gut. Hervorragend. So, dann wird jetzt die Frage, das wird jetzt freigeschaltet. Das ist jetzt eine sehr spannende Abstimmung. Das ging ja bei allen dreien recht schnell. Ihr findet die Frage jetzt... freigeschaltet. Und ihr wisst ja, dass 1, 2, 3, vierte Feld war Enthaltung, wenn ihr findet, dass alle gleich gut die Aufgabe gelöst genau, haben. Genau, genau. Wir schauen mal, wie ihr abstimmt und ich spiele inzwischen noch eine Pausenmusik hier. Oder? Ja. End of line. Das
Ich hab's richtig gehört. Hm? Okay, super. Kommen wir vielleicht zur nächsten Aufgabe? Und wir sehen, da hat diesmal Zed gewonnen. Zed, hervorragend. Okay, hier bei dem Lied, da kam eben die Lösung hier aus dem Publikum, aber es war ein Lokalbonus sozusagen, der kommt bei uns aus Dresden. Der hat Zickzacknate en masse und das zweite ist, der hat auch irgendwie bestimmt beim Proben immer mitgehört. Was wäre? Ne? Wer verteile ich jetzt nicht. Das war hier Tubit. Ah, Tubit. So, okay, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Eine von uns oder noch eine? Ich habe jetzt schon eine hingespielt. Ihr findet wieder eine neue Datei hier bei unseren und zwar siebencourse.hgz. Und die entpackt ihr euch bitte in ein Verzeichnis und da findet ihr mehrere Dateien drin. Die machen wir jetzt mal auf. Da schauen wir doch gleich mal auf irgendeins in Vim-Team oder so, wie die sich das runterziehen und aufmachen. Oder Emacs-Team. Ja, ihr könnt euch die natürlich auch alle runterladen. Wo sind die? Ja, mach mal die C-Datei auf. Schreibt uns die IRC. Ja, ihr könnt, also ihr lest auch immer fleißig IRC, ihr kriegt da noch coole Hints jetzt, super. Also kann irgendwie ein Editor das direkt aus dem Web editieren? Na mit GZ. Okay, dann machen wir hier die Main C auf. Hast du keinen. Was ist das? Achso, das ist Z. Okay, vielleicht seid ihr mal zu. Okay, ich dachte schon, dass wir ihn erweitern. Also okay, man muss berücksichtigen, der Z hat keinen Syntax-Highlighter. Das ist ein bisschen. Ja. Okay, wir sehen jetzt gerade hier Emacs, ja? Könnt ihr mal kurz auf die main.c zeigen? Ich habe es gerade versucht, darin aufzumachen, weil das jemand gepastet hat, aber ich schaffe es so nicht. Das geht noch nicht, dann schreiben wir vielleicht kurz zum Vim-Team. Könnt ihr die C-Datei einfach nur mal, wir brauchen sie jetzt mal angezeigt. Okay, jetzt versuchen alle, das direkt aufzumachen. Die Syncos oder die Final.c? Die Syncos.c oder die Main.c? Die Main.c. Main.c, bitte. Dann das Emacs-Team? Kannst du das Emacs-Team? Einfach nur, dass wir die C-Datei angezeigt bekommen, um die Aufgaben mal zu erklären. Genau. In welchem Verzeichnis ist die Syncos? In Syncos. Main C. Ja. So, okay. Jetzt so. Genau. Und jetzt scrollen wir ein Stück runter. Hier haben wir die Main. Das war zu weit. Genau. Hier ist also die Main. Und hier sehen wir eine Funktion MySyncos. Und das ist also ist ein relativ kleines Projekt, besteht nur aus drei Dateien. Auf jeden Fall gibt es da die Funktion MySyncos. Die ist also an mehreren Stellen definiert. Und wir wollen erstmal einfach nur, dass diese Funktion refactored wird und durch was anderes ersetzt wird. Durch YourSyncos oder sowas. Also einfach nur den. Ein Refactoring über mehrere Dateien sozusagen. Und Also wir wollen, dass der Funktionsname, also Refactoring ist sozusagen das Ersetzen der Funktionsnamen durch einen anderen Funktionsnamen. Ja, wenn ich Java programmiere und Eclipse habe, ja, zum Beispiel, kann ich dann irgendwie mit der Maus draufklicken. Hier steht da Refactoring und dann wird alle entsprechenden Vorkommnisse der Funktionsnamens gefunden und richtig ersetzt. Ist natürlich schwierig, weil manchmal heißen ja auch Variablennamen so und die möchte man vielleicht nicht refactoren. Weiß nicht, ob das jetzt hier der Fall ist. Scheiße. Ist nicht so. So, was sehen wir denn jetzt, John? Welches Team? Das ist Emacs, denke ich. Das ist das Emacs-Team, ja? Nee, was? Vim? Das Vim-Team, ja. Vielleicht hast du auch. So, wir sehen jetzt noch das Vim-Team, das Emacs-Team. So schnell geht das hier heute. Also erstmal habe ich geguckt, ob es denn solche Variablennamen gibt und offensichtlich nicht. Und dann ist jetzt die Aufgabe, das über mehrere Dateien hinweg zu ersetzen. Ja. No. Da muss ich kurz googeln. So, da muss er kurz passen. Schalten wir vielleicht kurz zum Vim-Team. Wie weit seid ihr da? Gibt es schon was beim Vim-Team? Die sind auch noch beschäftigt. Was sagt denn das Z-Team? Die sind bestimmt relativ. Was soll das? Z-Team?
Habt das Publikum die Aufgabe schon gelöst? Ja. Mit Eclipse ist gelöst. Da haben wir den Gewinner gefunden sozusagen. Ah, Eclipse lädt noch, ja. Auch sehr gut. Eclipse ist noch nicht gestartet, ja. Ja, mehr als 8 GB RAM sind nötig, aber naja, wir brauchen hier halt Screen, deswegen ist Eclipse nicht... So, was sehen wir jetzt unten? John at Nebulus, was ist das? Welches Team? Ah, das ist das WIM-Team. Okay, also das WIM-Team hat es jetzt geschafft, die Datei runterzuladen und entpackt sie jetzt. Da ist ein Verzeichnis drin, ihr könnt das so entpacken. Nein, jetzt macht das schon so. Ja. Das ist geil. So, also hier, die WIM-Leute starten ihren Editor. Mit minus P, was war das? Also die ganzen Files im jeweils eigenen Tab. Die ganzen Files im jeweils eigenen Tab öffnen. Okay, wir hatten vorher Koordinationsschwierigkeiten mit Runterladen von dem Kram. Editing, das sieht man nicht, also da oben, okay. Ja, also sowas wie Browser-Tabs hat im WIM scheinbar auch, das ist ja ganz nett. Also er browst jetzt hier zwischen den Tabs hin und her mit Tab Next. So, Tab Previous, genau. So, ihr müsst jetzt diese Datei, dieses Vorkommen ersetzen. In mehreren Dateien. Punkt ist eine Edit-Operation. Ja, was sollen wir jetzt überhaupt machen? Ihr sollt alle Vorkommen von MySyncos durch YourSyncos zum Beispiel ersetzen. Oder YourCosin. Ist ja das Gleiche. Alle Vorkommen? Hier. Die haben schon Verstärkung. Das ist... Groß ist im Irrk und hofft, dass sie es finden. Erst hat er sich gedrückt und jetzt will er. Wo er ein bisschen mehr hier sprittert. Das geht so nicht. Wie sieht's aus, Emacs? Ja, gerne. Emacs, bitte. Dann mache ich mal kurz meine Änderungen wieder rückgängig. Das waren in drei Dateien. Schauen, ich mache das jetzt. Wir führen ein Shell-Command aus. Achso, stimmt, dann macht das Sinn. Okay, Sie führen ein Shell-Command aus. Aus dem Editor, ja? Nein, es ist kein Shell-Command. Wir dachten. Achso. Wie auch immer. So, und jetzt? Hat nichts funktioniert. Aber egal, das geht auch anders. Jetzt ruft ihr aus, das Shell Z auf. Nein, wir machen das nicht. Wir machen das nicht. Wir gehen einfach in den Dirt-Mode. Markieren alle Dateien mit T. Drücken ein großes Q. Ersetzen in allen Dateien. Und zwar so. Wie ist auf, so? MySyncos zu YourSyncos. Okay, alles klar. Dann drücke ich einmal Ausrufezeichen. Ja. Das will ich. Also er fragt auch was? Ja, das war, weil ich es vorhin gesagt habe. Replacing MySyncos with YourSyncos? Fragezeichen verhält. Also es ist halt auch erlaubt, ihr könnt auch die Online-Hilfe aufrufen. Das gibt natürlich Bonuspunkte, wenn die Hilfe gut zu benutzen ist. Muss ja nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Ne? Könnt auch in die Wikipedia gucken aus eurem Editor, oder? Ja, sehr gut. Also es war jetzt sozusagen ein Suchen ersetzen über mehrere Dateien. Ja. Ja, das klingt doch schon mal vernünftig. Hätte jetzt natürlich auch gleichnamige Variablen mit ersetzt. Genau. Aber es ist schon mal eine sehr gute Lösung. Dann schauen wir mal zum Z-Team. Habt ihr da schon was? Schon lange. Ah, okay, dann geht's los. Okay, oh. Also wir können es ja vielleicht so machen, wer die Lösung als erstes hat, der sagt einfach hier oder irgendwie sowas, das ist natürlich, wer als schnellstes zur Lösung kommt, der kriegt natürlich auch hoffentlich vom Publikum Bonuspunkte. Okay, dann zeig mal, erklär mal. Also folgendes, das wiederum suchen ersetzen, was mir jetzt gerade Thorsten neben mir sagen konnte, dass mit Backslash Spitzklammer auf und Backslash Spitzklammer zu in Regex oder zumindest Extended Regex, das matcht nur C-Funktionsnamen. Also muss ich mich um den ganzen Rest gar nicht mehr kümmern. Dann MySyncos halt durch YourSyncos. Das ist jetzt erstmal ein Main.c, funktioniert. Und dann mit Set-i für direkt bearbeiten und nicht ausgeben, tippen und so. In allen Dateien, fertig. Alles klar. So, und wir sehen...
Okay. Miles and Cords kommen nicht mehr vor. Wie sieht's aus? Das Wim-Team. Das Wim-Team. Also. Ja, ich muss zur Entschuldigung sagen, ich arbeite normalerweise. Ich muss ja sagen, ich überlege gerade, ob ich zu Z wechsle. Bis auf das Syntax-Highlighting, ne? Wie guckst du dir Syntax-Highlighting? Hast du sowas, ein Viewer oder so? Nö, Sid hat auch keinen Viewer. Also ich habe auch Cats, aber ich könnte dort auch irgendwie... Es gibt auch ein Patch für... Anstatt Cat könnte ich ZP benutzen. Ich vergesse es einfach die ganze Zeit. Ich bin es mir anders gewohnt. Okay, es gibt auch ein Patch für Less, dass man im Less sich Syntax-Highlighting hat. Ja, also bei mir ist halt Less alias zu Vim, ja. Okay. Okay, das Vim-Team, habt ihr jetzt eine Lösung? Oh, ich werde langsam... So, okay. Die wollten den gleichen Hack machen mit diesen Extended Dragax. Versuch mal noch ein Prozent von... Muster nicht gefunden. Die strugglen hier noch, das Wim-Team. Ja. Also, sie haben auf den ganzen Buffer jetzt etwas angewandt. Also, ja. Schöne Frage. Meine sind Kost. Ah, meine Kost, okay. Ach so. Okay. Könnt ihr noch was zu euren Lösungen sagen? Entschuldigung, ich habe gegähnt, das ist unfair, aber war schon ein langer Tag. So. Hey, ich habe heute schon zu viel. Nochmal? Okay. Haben die. So, okay, ihr erzählt kurz. Also, ich erkläre mal kurz, was er da macht, oder beziehungsweise was wir vorhaben. Ja. Wir haben ja jetzt das File in mehreren Buffern aufgemacht. Also, es sind diese Tabs, die der Mann da oben sieht. Ja. Und jetzt gibt es in Vim glücklicherweise ein Kommando, mit dem man ein Kommando über alle Buffer ausführen kann. Ja. Und in dem Fall führen wir einfach das Kommando über alle Buffer aus. Und das ist in diesem Fall die Ersetzung per Regular Expression, was man jetzt da unten sehen kann. Mhm. Und vielleicht funktioniert das ja. So. Ja. So, und in zwei Dateien taucht es jetzt nicht auf und ansonsten hat es funktioniert. Okay, sehr gut. Okay, schön. Dann geht's los zur... Ja? Am besten ins Mikrofon, damit es auf die Recording kommt. Ist hinter dir, vor dir. Inzwischen ist auch schon die Abstimmung freigeschaltet. Also ich habe mal eine ganz kurze Frage. Erstens, zum Emacs-Team. Musstet ihr jetzt bei jeder Datei den Ersetzungsvorgang bestätigen? Mit einem Ausrufezeichen, ja. Also habe ich so gemacht. Achso, also er kann das aber auch so wie Vim eigentlich über alle in einem Rutsch machen, oder geht es nicht? Sowas gibt es bestimmt, weil es für Emacs alles gibt. Okay, alles klar. Gut. Okay. Zweite Frage. Beim Refactoring geht es ja wahrscheinlich darum, dass Funktionsnamen durch Funktionsnamen ersetzt werden, aber Variablennamen natürlich nicht. Also richtig. Wenn jetzt eine Variable MySyncos irgendwo auftauchen würde, sollte die ja nicht ersetzt werden. Habt ihr die Schwierigkeit mit eingebaut oder nicht? Nein, die waren nicht mit eingebaut. Wir hatten das in unserem letzten, also in einem Kommentar war es mit eingebaut. Wir hatten das in unserem letzten Versuch in unserer ersten Datei. Das war eine JavaScript-Datei mit ganz vielen I's und J's und Groß-I, Klein-I's und in Kommentaren I do this one. Und das war dann so schwierig, dass wir uns entschieden hatten, die etwas einfachere Aufgabe also zu nehmen. Das muss halt in einer relativ kurzer Zeit hier auch lösbar sein. Ne? Genau. Aber ihr könnt das jetzt in der Bewertung mit einfließen lassen, wie schön das gelöst wurde. Allerdings hat jetzt kein Team das so gelöst, dass wirklich der Funktionsname... Naja, das war aber genauso, wäre genauso ein Variablenname wäre genauso bei Set. Doch, also das Set-Team sozusagen, die haben zumindest gesagt, dass sie nur C-Funktionsnamen ersetzt haben. Ja, aber das sind eigentlich Wortendungen. Das sind Wortendungen, deshalb würde das auch da die Variablennamen mit ersetzen. Ja, eben. Stimmt. Ja. Also haben wir, okay, was anderes? Okay, also eigentlich Frage gleiche danke. Lösung bei allen dreien. Wir schauen mal auf die Abstimmung, wie das jetzt aussieht. Ja, doch eine Anmerkung zu den Variablennamen und so weiter. Da bräuchte man einen vollwertigen Parser, das kann man in keinem Editor wirklich gut machen. Ja. Das ist richtig, das ist natürlich schon eine sehr, also wir haben uns das auch gedacht, das ist dann vielleicht schon kein Editor mehr, aber andererseits, es gibt auch Leute, die Emacs, die Eclipse benutzen und die sagen, okay, mein
Programmierwerkzeug oder so, das kann das so. Ne? Und vielleicht könnt ihr ja sozusagen so ein Parser dahinter, dass ihr Klang dahinter schaltet oder sowas. Okay, wir machen aber mal weiter. Nicht eingebaut. Es gibt zwar die Syntax-Highlighting-Files in Vim, aber die kann man dafür nicht missbrauchen, weil die meines Wissens auch nur nach ganzen Wörtern gehen. Ja. Es gibt ein Plugin, das Eclipse-Funktionalität in Vim einbindet und damit... aber die Frage ist natürlich, ob man Eclipse am Laufen haben will. Ja. Okay, so. Oder man könnte ganz pervers sein und in Vim-Script noch einen BNF-Parser bauen. Okay. Was denn jetzt? Publikum oder uns? So, ich würde sagen, wir machen noch eine kurze Aufgabe aus dem Publikum. Wie sieht's aus? Habt ihr noch eine Aufgabe oder wollt ihr uns noch eine Aufgabe stellen lassen? Oder wollen wir zum finalen Abschluss kommen? Die Zeit ist fortgeschritten. Penis in Asgard. Also, wie sieht's aus? Wir machen noch einen. Machen wir noch einen aus dem Publikum. Was war denn das da hinten? Kannst du, hinter dir ist das Mikrofon. Ja, mir fällt jetzt leider kein Use Case ein, aber es ist recht häufig so, dass ich in irgendwelchen Dateien einen gesamten Block mitten im Text, nicht am Satzanfang, nicht am Satzende, sondern mittendrin von einer Stelle in der Datei an eine andere Stelle bewegen muss. Und das würde ich halt, ich weiß, wie es in Vim geht, ich würde halt gerne wissen, ob es auch in Emacs geht und deswegen ist es hier der perfekte Platz dafür. Okay, also Block markieren. Block kopieren. Also am besten müsst ihr da zuerst mal ein Lorem Ipsum Dolor irgendwo herkriegen. Ja, macht mal die Datei mysyncourse.c auf. Ja, oder hier die E-Mail ne, von vorhin, die hat schon ein bisschen Blocktext. Nee, ist okay, mach irgendeine auf. Ist ja egal. So. Ja, ihr könnt es ja schnell zeigen, wie Blockkopieren geht. Ich denke, das müsste eigentlich für jedes Team einfach zu lösbar sein. Wo ist das denn? Für jedes Editor-Team? Ja, wir haben jetzt, Emacs haben wir jetzt gerade wir hier. Sehen das Emacs-Team. Ja, einfach einen Block markieren. Also, du willst den unteren Block nach oben haben. Was? Nein, nicht mit der Maus. Nee, was er Control möchte. Space? Was? Ich glaube, was er möchte, ist ein Block, der halt hier anfängt, sozusagen beim Char Nummer 15 oder so. 10 Zeilen breit ist und 3 Zeilen runter geht. Den möchte er ausgeschnitten haben und woanders hin. Okay. Ich glaube, er spielt da auf den VMAX, auf den Vim, ja, ja, auf den Vim Visual Block Mode an. Okay, achso, jetzt habe ich natürlich schon ein bisschen von der Lösung für ja. Eieiei. Ja, sorry, das wollte ich nicht. Okay, also es gibt den Rectangle, also Funktion, dass man das ausschneiden kann. Das heißt, man markiert, man setzt den Punkt mit Control Space, markiert dann. Okay, also ich habe jetzt mit Control Space eben den Punkt gesetzt, markiere dahin, was ich ausschneiden möchte, schneide das dann mit Steuerung XRK aus. Wo ist das K? Okay. Und setze das dann Control XRY wieder ein. Okay. Dann das Vim-Team. So, wir schalten wir mal zum Vim-Team. In welche Art von Auswahl geht es überhaupt? Das Vim-Team hat den Visual Block Mode noch nicht entdeckt. Also wir haben in Vim jetzt glücklicherweise auch so eine Blockauswahlfunktion. Ja, mach's doch einfach mal. Ja, fertig. So, dann zeig mal bitte. Also jetzt ist es natürlich möglichst elegant, weil wir Zeit zum Denken hatten. Also Line Selection Mode einfach mit Groß V holen, dann Regex, den haben wir jetzt schon vorgeschrieben, Regex, aber das ist jetzt auch nicht so schwer. Jetzt haben wir das hier ausgewählt, gehen wir nochmal eins nach oben, D kommt das Ganze in den Buffer, G sind wir ganz unten, P ist der Buffer wieder da. Okay, es ging jetzt gerade um das Block ausschneiden, aber... Also das war jetzt gesamte Zeilen ausschneiden, sehr schön. Und jetzt nochmal zu der anderen Frage, wenn ihr einen Block daraus ausschneiden sollt, also ein viereckig von Zeile 3. Genau. Ja, so genau das. Steuerung V. Genau. Ja. Und jetzt? Ist das... Ja. So einfach ist das. Okay, alles klar. Geben wir dem Z-Team noch eine Möglichkeit. Wie sieht's aus beim Z-Team? Obwohl, es müsste ja gehen mit... Einen kurzen Moment.
Also es sollte mit Set gar nicht mal so schwer sein, weil man die Textadressen angeben okay, kann. Okay, dann muss man das Endline auslösen. Super. Hier, willst du noch einen? Was? Wir haben nämlich noch hier von diesem leckeren Saft. Ja, dann mal den leckeren Saft, dann muss ich ja was Schwierigeres. Nehmen wir was Einfaches mal. Mein Lieblingslied kommt noch nicht noch. Ah, oh, das stimmt gerade nicht. Beim Set-Team. Ja, okay, also wir geben Ihnen noch einen Moment, Sie haben es gleich und das wird mich ganz schön beeindrucken. Dann wechsle ich wirklich. Was, was benutzt ihr denn für ein Set? Benutzt ihr das Standard-Set oder das GNU-Set? Weil sie benutzen das GNU-Set. Das hat wesentlich mehr Features als das scheiß Standard-Set. Aber das GNU-Set ist echt sehr cool. Hier, Tubit, du hättest ja auch ins Set-Team wechseln können eigentlich vorhin, oder? Ja, da war er ein bisschen schüchtern. So, Musik? Was? Ja, jetzt habt ihr es, okay. Jetzt erklärt mal, was ihr da gemacht habt. Wir haben jetzt halt das Double von da oben bei Acts, so 7., 8., 9. Zeile da, Acts, Angst, Inkos, hat da nach unten gebastelt. Ja, das hatten wir auch schon versucht. Wollt ihr eine Erklärung dafür? Ich will es euch sparen eigentlich. Okay, also, ist Neo eingestellt. Jetzt erstmal das Originalfile vielleicht kurz. So, seht natürlich. Hä? Die haben irgendwie Neo reingekriegt. Okay, nee, das. So, das Original von. Man sieht gar keinen, was du hier tippst. Ich glaub, ich bin in der falschen du bist in der falschen Shell irgendwie, hä? Oder? Ja, du hast irgendwas gedrückt und seit draußen geguckt. So, jetzt ist ein Screen-Problem, wa? Sekunde. Das scheint ein Screen-Problem zu sein. Macht ihr mal bitte bei eurem Screen Ctrl-A Leertaste? Aber nee, das kann nicht Wir sein. Wir haben auch keine Verbindung mehr. Gebt ihr mal bitte in eure Shell RM minus. Nein. Wir wollen jetzt keine Mails lesen, wir wollen. Enter. Punkt. Ich habe echt gerade keine Ahnung, was da gerade abgeht. Klar, weh. So. Ja, das ist nicht wie sieht's aus hier? Technisches Feedback bitte. Enter. Wo hakt? Enter. Netz ist weg. Netz ist weg. Bin ich hier über ein Kabel? Habt ihr jetzt wieder Netz? Können wir uns neu connecten? Wir haben, also ich habe, nee, ich habe so ein bisschen Netz. Okay, Internetprobleme. 87% Packet Loss. 87% Packet Loss? Auf dem Kabel? Wer ist es? Steht bitte auf. Keiner hier. Mhm. Haben alle schlechtes Internet? Wir haben da dort einen Haufen Kabel rumliegen. Jetzt ist wieder okay. Also jetzt ist wieder, okay? Wieder super. Jetzt ist wieder super. Ja, nicht super, aber okay. Ansonsten alle einmal runterfahren und wieder hochfahren. Have you tried to restart it again? Ah, okay. So. Okay. Gut, passt. Also, wo waren wir? Also das hier ist erstmal das Originalfile. Jetzt, was wir machen, ist das hier. Ah, ich sehe schon, da ist ein Stück Double, Double, Double nach unten geschoben. Und zwar folgendes. Wir haben da zweimal Set aufgerufen. Einmal sagen wir Zeile 6 bis 8, also 6,8, das markiert dann den Zeilenbereich.
dann ersetzen wir da wieder. Und zwar, wir ersetzen Punkt, also irgendeinen Charakter. Dann das hier ist eine Anzahl, und zwar 7. Also Backslash, geschweifte Klammer auf, Zahl, Backslash, geschweifte Klammer zu, ist eine Anzahl. Genau 7 Zeichen. Und dann mit einer normalen Klammer auf, mit einem Backslash, macht man einen Bereich. Dann in diesem Bereich wieder 7 Zeichen ersetzen wir durch den ersten Bereich. Also wir... Ach scheiße, eigentlich kann man das ziemlich vereinfachen. Ist doch was. So. Also sprich, da oben ist jetzt mal das Ganze rauseditiert. Also diese 7 Zeichen, die ersten 7 Zeichen ersetzen wir durch nichts. Also wir entfernen sie. Danach rufen wir es jetzt einfach nochmal auf. Und sagen dann wieder in gleichen Zeilen. Also in der gleichen Zeit soll halt das andere entfernt werden und dann ausgegeben. Ist halt ein bisschen ein Hack, aber ja. Okay, und dann? Gezeigt, dass es funktioniert, hast du ja schon. Nochmal? Gezeigt, dass es funktioniert, hast du eben schon, ne? Jo. Super, dann genau. Würde ich hier noch zur Abstimmung aufrufen. Wie bitte? Kann ich die Mate einrufen? Na klar, das ist eure Mate. Wir haben nur jetzt... Irgendwie hier hat jemand so ein Ding. Oh, und ich sehe schon, hier ist eine sehr starke Präferenz für Z für diese Aufgabe. Okay. Alles klar. Und wir hatten uns jetzt überlegt, dass das die finale, ob der fortgeschrittenen Stunde, die finale Frage war, mir kommt zwar so vor, als ob zwar noch nicht kein endgültiges Ergebnis gefunden worden ist, aber ein vorläufiges Endergebnis vielleicht. Genau. Wenn wir so langsam das Ende der Veranstaltung einleiten. Wollen wir das Resultat uns mal angucken? Hieß es nicht mal noch, es gibt so einen Bereich, wo man das einfach mal zeigen kann. Das ist super, okay, dann machen wir das. Das machen wir auf jeden Fall noch. Wollt ihr noch 5 Minuten Kreuzbattle? Okay, okay. Das machen wir dann noch. Und zwar soll jedes Team jetzt einmal so einen richtig geilen Stunt mit ihrem Editor machen. Ja, und dann sag ich mal, das muss jetzt nicht die gleiche... Das muss jetzt nicht die gleiche Lösung beim anderen Team irgendwie. Die können natürlich zeigen, ob sie die Lösung auch hinkriegen, aber die können halt was ähnlich Cooles machen. So, was haben wir jetzt? Wen haben wir hier? Wen sehen wir? Ja, das hat so geboren in Z. man muss effektiv jedes Mal Enter drücken. Ich zeig das uns. Okay, so kommt man in Set. Ja, wir hätten auch was Schönes, aber es ist leider. Ja, ich glaube nicht, dass wir gerade drankommen, aber man gebe uns mal eine Zeile im IRC und ich paste die mal so schön rein. Das Ganze hat 99 Levels, ist auf der Set-Homepage veröffentlicht. Es gibt da noch ein paar andere. Wie viele Zeilen? So. Okay, nur 2040 Zeilen. Cool. Okay. Alles klar, sehr cool. Sehr coole Lösung. Ja, also würde ich mal sagen, Zed hat mit Sokoban vorgelegt. Wer möchte denn darauf reagieren? Wim, Emacs? Was habt ihr da entgegenzusetzen? Die Emacs-Leute, die haben ja vorhin schon Tetris gezeigt, die müssen jetzt natürlich noch was viel Cooleres zeigen. Was? Ja, ihr könnt auch gegen die Übermacht Zed aufgeben. Emacs soll den VI-Mode zeigen. Okay. Dann zeigen wir den Emacs-Mode. So, also wir sehen jetzt hier vermutlich das Emacs-Team. Ja, wir sehen, jetzt schon die ersten Zeilen Lisp über die Tastatur. So, also unten haben wir den Doktor, falls wir mal mit unserem Scheme-Code nicht weiterkommen. Ansonsten würde ich jetzt mal den Par-Edit-Mode für Emacs vorstellen. Den finde ich ziemlich cool. Also ich würde jetzt ein bisschen Scheme-Code schreiben. In der Mitte? Also zum Beispiel so.
Ja, es gibt Feuer zu löschen für mich. Ich muss leider weg. Ist wirklich so. Es ist ein Feuer zu löschen. Er muss leider weg. Okay, einen großen Applaus für unsere Windverstärkung. Okay. Aber die, das WIM-Team ist ja zum Glück nicht alleine da, sozusagen. Die können, okay, kommen wir jetzt zum EX-Team. Ja, also jetzt kann man natürlich irgendwas machen damit. Zum Beispiel, man multipliziert X und Y. Jetzt Bombe! Was? Und auch wenn... Also Scheme und Lisp basieren ja auf Klammern, also man kann automatisch Klammern drumherum zufügen. Dann kann man auch noch slurpen, das ist ziemlich cool. Aber im Screen geht das nicht. Ja. Oh. Weil das mit Steuerung A anfängt oder warum? Also, nee, dann mache ich den alten Trick. Ich spiele einfach eine Runde Tetris. Okay. Ja. Das zählt aber auch, wenn man... Können wir uns jetzt noch mal sehen? Okay, das Z-Team will er direkt. Schalten wir mal zum WIM-Team hier rüber. Oh, da schalten wir mal kurz zum WIM. Die Aufgabe würde ich Stunt nennen, John. Ja, wir haben da schon eine Idee. Und zwar überlegen wir uns gerade, wie wir die Fibonacci-Folge mit WIM generieren. Ja. Okay, man sieht jetzt nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nee, liegt das hier am Screen vielleicht? Lösch das weg. Also ihr macht jetzt gerade nichts, oder auf dem... Man sieht nur nicht, wie wir tippen. Man sieht nicht, wie ihr tippt. Ihr habt jetzt sozusagen nicht direkt einen coolen Stunt auf Lager, oder? Ich müsste es zu meinem Rechner live machen. Okay, mach das mal da. Die Verbindung hakt leider etwas. Okay, jetzt die Verbindung hakt. Null, okay. Cool. Und das Keyboard-Layout hakt auch etwas. Das Keyboard-Layout hakt auch. Oh, was nimmst du denn? Es war vermutlich kein Neo. Okay, der Editor ist doch im komischen Mode. So, kommt ihr langsam zu einem Progress? Jetzt haben wir es gleich. Jetzt geht's, alles klar. Jetzt sollte es gehen. So, da wird irgendwas aufgezeichnet. Genau. Na, Null. Noch nichts. Wir haben jetzt erstmal die Null kopiert und nochmal eingefügt. Ja. Ja, ich mach das mal hier ein bisschen. Halt, nee, so. Ja. Ist das tatsächlich Ctrl Z? Ctrl Z höre ich da. Das macht keinen Sinn. Ja. Ein Stunt scheint schwierig zu sein mit WIM. Ja, dann muss man trotzdem, erstmal muss man, sag ich mal, auch einen Stunt hinkriegen. Okay, das Set da ist. Ich habe gehört, WIM soll ja der schlankere Editor sein, im Gegensatz zu Emacs, aber ich habe gehört, die WIM-Pakete sind in echt größer, also in Debian zumindest, als die Emacs. Das ist vielleicht mal eine komische Config. Ja, hast du Ctrl-A irgendwie remapped? So, also das WIM-Team kommt irgendwie nicht voran. Was hast du mit deiner Config gemacht? Jetzt ist die Config weg. Kommen wir da vielleicht mal zur Abstimmung, um das nicht zu weit herauszuzögern. Denn Stunt scheint schwierig zu sein. Also die Abstimmung ist jetzt freigegeben. Hoffentlich. Genau, so. Ihr könnt für Freestyle abstimmen. Das ist der Freestyle. Ja, super. Oh, da gibt's ein paar Leute. So, und ohne dass ich jetzt... Was ist eure Erwartungshaltung? Ja, ohne dass ich jetzt irgendwie... Was passiert, wenn wir auf Gesamt drücken?
das Gesamtergebnis kennen würde. Ich habe schon so ungefähr eine Vorausahnung. Gucken wir uns mal das Gesamtergebnis an. Und damit haben wir den Rap hat noch keine Chance. Also besser als Emacs. Damit haben wir auf jeden Fall das Gewinnerteam ermittelt. Tut mir leid, Emacs. Tut mir leid, Wim. Und wir sind immer noch besser als Wim. Ja, aber morgen auf Heise, Wim gegen Emacs, Z gewinnt. Ja. Wenn zwei so streiten, freut sich der Dritte.